Urlaubsregionen wie Spanien oder Sizilien haben ein Problem. Immer mehr Flächen werden zum Wüstengebiet. Ein Grund dafür ist der Klimawandel. Auch in Katar ist das ein großes Thema. Katar ist ein Land, das zu den großen Teilen von einer Kalksteinwüste geprägt ist und nur etwa 2,5% der Landfläche für landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung hat. Um die Wüstenbildung zu bekämpfen, hat Katar die Wüstenkonvention von 1996 unterzeichnet, die darauf abzielt, die Ausbreitung der Wüsten aufzuhalten und die nachhaltige Bewirtschaftung von Trockengebieten zu fördern. Die Pläne gehören zu den vier Säulen der Vision 2030. Mit ihr will Katar unter anderem seine Wirtschaft vorantreiben und für die Menschen lebenswerter und nachhaltiger werden. Einiges hat sich bereits getan. Die Anzahl öffentlicher Parks stieg etwa von 56 Parks im Jahr 2010 auf 148 Parks im Jahr 2022. Die Grünflächen wuchsen von 2,5 Millionen Quadratmetern im Jahr 2010 auf über 43 Millionen Quadratmeter im Jahr 2022. Im Zusammenhang mit diesen Bemühungen soll die in Doha veranstaltete Expo 2023 zum Bereich Landwirtschaft neue Technologien aus aller Welt präsentieren. Die internationale Expo für Gartenbau 2023 findet im Albida-Park statt. Diese ist so groß wie 238 Fußballfelder und hier wachsen mehr als 1700 Bäume. Katar hat zwischen 2019 und 2022 eine Million Bäume im ganzen Land gepflanzt. Jetzt soll eine Grünzone rund um Doha kommen. Die sogenannte Greenbelt Zone ist für die landwirtschaftliche Nutzung, umweltschonende Freizeitaktivitäten und für weitere Projekte vorgesehen und soll dazu beitragen, die Einflüsse von Faktoren, die zur Wüstenbildung führen, wie staubige Winde und Sandverwehungen, zu minimieren. Ein großes Problem bei all dem, der Wassermangel. Katar setzt daher auf Grundwasserressourcen und Entsalzungsanlagen. Die Lösungen bringen aber neue Herausforderungen mit sich. Die Übernutzung des begrenzten Grundwassers erfordert eine verstärkte Abhängigkeit von Entsalzungsanlagen, die wiederum mit Öl oder Gas betrieben werden. Derzeit versucht Katar stärker auf Entsalzungsanlagen mit der etwas umweltfreundlicheren Umkehrosmose-Technologie zu setzen. Dennoch tragen auch moderne Anlagen zur CO2-Emission und zur Einleitung von Salz in das marine Ökosystem bei und gelten daher auch zukünftig als herausfordernd. Langfristig gesehen will Katar auf solarbetriebene Entsalzungsanlagen umsteigen. Green Desert, Better Environment ist das Thema der internationalen Gartenbau-Expo 2023 in Doha. Katar hat sich verpflichtet, das Event nachhaltig und bewusst zu gestalten. Katars Vision 2030 steht unter Kritik. Sie kommt von Menschenrechtlern oder auch Nachhaltigkeitsexpertinnen. Sie bezweifeln, dass die Projekte fair und wirklich ökologisch umgesetzt werden. Hier muss Katar also noch überzeugen.